Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Escape from Pleasure Planet. Wenn man so möchte, dem Nachfolger von My Ex-Boyfriend the Space Tyrant, soweit ich weiß, von denselben Entwicklern und vor allem von Luke Miller, dem Hauptentwickler von My Ex-Boyfriend the Space Tyrant, zumindest soweit ich das verstanden habe. Und ja, ich habe gehört, das Spiel soll gut sein. Es ist erheblich länger wie das alte Spiel. Es hat wohl erheblich mehr Inhalte, erheblich schwierige Rätsel. Man kann hier auch sterben, habe ich gehört. Das finde ich persönlich nicht so gut. Weil ich meine, ihr kennt mich. Und meine... Naja. Mein nicht vorhandenes Geschick. Warnung. Was hast du für mich, Commander? Das werden wir uns doch gleich anschauen, was er für uns hat. Eingehender Haftbefehl, Captain. Höchste Priorität. Stell es durch, Fähnrich. Maximilius Brutus, nie von ihm gehört. Gut aussehend, aber mit einer Liste von Anklagen so lang wie mein Schwanz. Sie beide sollten sich mal treffen, Captain. Warum sagst du das? Reden wir später, Crew, das ist ernst. Geburtsname, unbekannt, Geburtsort Venus. Vorwürfe. Protest ohne Lizenz, Hausfriedensbruch, Einbruch, Küssen des Sohnes des Kaisers, Missachtung des Gerichts, Beschädigung von Eigentum der Space Navy, Flucht von Panoptika, Brandstiftung, Körperverletzung, Terrorismus. Okay. Hat er ja einiges vor sich. Ein Schiff hat gerade die Atmosphäre des Planeten verlassen, Captain. Es kommt in Reichweite. Passe den Kurs an, Fenrich. Lass uns auf Nummer sicher gehen. Wir wollen keine Überraschung. 30 Sekunden bis zum Tod? Was? Ich bin für die strategische Beratung zuständig, je nachdem, wo Sie sich gerade befinden. Ich rate Ihnen, sich auf das Schiff zu konzentrieren. Wir müssen Brutus finden. Oh, es ist nicht 100% übersetzt. Ich bin für Navigation und Kommunikation zuständig, Captain. Wir sind mitten bei der Verfolgung. Sind Sie, dass Sie den Kurs ändern wollten? Nein, ich möchte ihn nicht ändern. Oh, was haben Sie vor, Captain? Feuer, wenn da der Brutus drauf ist. Direkter Treffer, Captain. Also Feuer war nutzlos, dann reden. Kontaktiert das Schiff, und ich habe nur 19 Sekunden, bis ich sterbe. Kontaktiert das Schiff, mal sehen, wie wir es zu tun haben. Das finde ich nicht so gut. Machen wir es kurz. Ich kann Typen nicht ausstehen, die denken, die Regeln gelten nicht für sie. Würde keinen guten Zeitpunkt erkennen, wenn er direkt vor ihren Augen wäre. Was wollte ich nochmal sagen? Kenne ich. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich bin Captain Tycho Minogue. Sie sind verhaftet. Geben Sie sofort auf. Ha, ein hübsches Gesicht, aber die gleichen hässlichen Worte der Space Navy. Brutus Maximus, das ist deine erste und letzte Warnung. Ich bin befugt, tödliche Gewalt anzuwenden, wenn nötig. Tut mir leid, ich kann nicht reden, ich muss weg. 9 Sekunden, um zu entkommen? Ist nicht sehr interessant. Hä? Bildschirm? Kleines Schiff, schnell, ja. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das wisst ihr. Das Schiff springt weg. Es ist verschwunden, Sir. Wohin? Wenn es weggesprungen ist, gibt es keine Möglichkeit, rauszufinden, wohin es gesprungen ist. Wie? Ah. Okay. Da, es ist Plasma vom beschädigten Motor. Können wir damit den Sprungvektor des Schiffes finden? Möglicherweise, wenn wir den Scanner benutzen. Das Scannen eines Objekts sagt uns etwas über ein Objekt und kann zusätzliche Details enthüllen. Wird gescannt. Und? Die geladenen Teile sind in Sprungrichtung ausgerichtet. Analysieren. Ich habe ein Ziel. Es ist ein Planet über 150 Lichtjahre von hier. Das ist merkwürdig. Die Spur führt nach Arcadia. Der Pleasure Planet? Warum sollte er dahin fliegen? Ich ziehe die Koordinaten. Ich habe Arcadia zu den Navigationspanel hinzugefügt, Captain. Sagen Sie mir, wenn es an der Zeit ist, zu springen. Ja, bitte, lieber Randy. Mit einem Raumschiff und so gibt es keinen Ort, an dem wir nicht reisen können.
Ich vermute mal einfach Enter. Kurs auf Arcadia setzen. Wir sind im Orbit angekommen, Captain. Transmit zu jeder Zeit möglich. Gut, dann bitte einmal Transmit. Ich werde mich hinunter teleportieren zu diesem Planet und Brutus finden. Captain, ja? Du kannst nicht unbewaffnet gehen, das ist viel zu gefährlich. Ich werde nicht unbewaffnet gehen. Ich nehme ein neues Stück Ausrüstung mit, das scannen kann und Daten analysieren kann, einen sogenannten Bicoder. Ein Bicoder, sowas gibt's nicht. Meinst du nicht einen Tricoder? Nein, ein Tricoder ist viel zu klobig oder zu groß für diese Hosen. Dieser ist 33% schmaler oder kleiner. Den zu benutzen verrät mir extra Details über ein Objekt oder über eine Person. Außerdem merke ich das Geräusch, das er macht. Oh, armes Schiff. Ist mit dir verschwunden. Wo bin ich? Haben wir die Weltverbesserer abgehängt? Seltsam, ich kann meine Motoren nicht spüren. Ah, ich bin mir sicher, alles wird gut. Hallo Schiff. Es ist in Ordnung, Leute, mir geht's gut. Ja, du scheinst die Gravitation ein bisschen zu ignorieren. Ich denke, du übertreibst. Ich bin sicher, dass meine Motoren jede Minute wieder anlaufen werden. Du leugnest es. Wenn ich mich jetzt nur noch erinnern könnte, warum ich abgestürzt bin. Ich erinnere mich an ein großes Schiff und einen Lichtblitz. Das ist im Moment nicht so wichtig. Wo ist Brutus? Ich sage dir gar nichts, du Spitze. Du würdest dich für Brutus fallen lassen? Du wirst mich nicht stürzen. So ist das, oder? Warum hilfst du mir nicht? Du kannst mich nicht dazu drängen. Ist das eine Herausforderung? Okay. Schmetterling. Setze mir einen Schmetterling zu sehen, aber das sieht harmlos aus. Ich meine, wie viel Schaden kann ein Schmetterling schon anrichten? Alienbaum ist außer Reichweite. Baum. Ist nicht die Zeit, einen Baum zu umarmen. Ach, wie mache ich etwas vor? Es ist immer Zeit, einen Baum zu umarmen. Okay. Ich hätte vielleicht vorher scannen sollen. Asch zu deinem Inventar hinzugefügt. Übrigens, wenn ich zum Schiff zurückkehren muss, kann ich einen Transmit anfordern, indem ich den Bicoder auf mich selbst benutze. Sieht aus, als wäre es eine harte Landung gewesen. Zum Glück gibt es hier draußen nichts außer außerirdischer Wildnis. Warum liegen da Unterhosen rum? Ich habe keinen Grund, einen Haufen Unterhosen aufzuheben, aber niemand schaut zu, also schätze ich... Ich kann sehen, welche Gegenstände ich gesammelt habe, indem ich mein Inventar überprüfe. Die Verwendung von Gegenständen auf andere Personen oder Objekte könnte uns dabei helfen, nichts zu übersehen oder so. Sie ist leer, aber zu schwer, um sie zu bewegen. Du hast doch da einen Ast. Dann kann ich sie doch bewegen. Das wollte ich nicht. Aber ich kann jetzt doch mal mit dem Schiff reden. Oder zuerst mal die Tür anschauen. Zu gefährlich. Zurücktreten, Notentlüftung. Okay. Seltsam, ich kann meine Flügel auch nicht spüren. Also hallo Schiff. Ich bin jetzt ein bisschen in Verhandlungsposition. Nee, ich kann ihm noch nichts sagen. Gründe Scans zeigen, dass es eine Kiste ist. Kann ich dich scannen? Lass mich dich scannen. Hey, wo ist mein Bicoder hin? Hier ist er, ich habe ihn gefunden. Ich wollte ihn dir zurückgeben, ehrlich. Wenn du eine Kiste davon bekommen könntest, ich kenne da einen Typen in Capital City. Ich möchte das nicht verkaufen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Moment, vielleicht bringt das was? Ja! Der aus dem Schacht hat die Kapsel zum Blühen gebracht. Ich würde die Kapsel anschauen. Ist zu empfindlich, um es jetzt aufzuheben. Ich denke, ich würde es kaputt machen. Ich wollte eigentlich sehen, was das ist, aber okay. Sieht interessant aus. Scannen. Eine Art Samenkapsel, ungiftig für Menschen. Kann ich dich vielleicht fortsetzen? Damit irgendwie festbinden? Was sollen die Unterhosen? Ich nehme hier und da ein paar Jobs an. Du wärst erstaunt, wie viel manche bereit sind, für geschmuggelte Ware zu bezahlen. So vielleicht?
kann dich an diesen Baum verankern. Er sollte dich stabilisieren. Bleib weg von mir. Okay, wenn du meine Hilfe nicht willst, warum sollte ich deine Hilfe brauchen? Weil ich dich in der Hand habe. Wenn du meine Fragen nicht beantworten willst, alles, was ich tun muss, ist, mich an diesen Hebel zu lehnen. Was machst du? Wenn du mich noch mehr kippst, falle ich. Ich stehe in großen Schwierigkeiten, nicht wahr? Oh mein Dawkins, ich bin auf einem Felsvorsprung, hilf mir, ich will nicht sterben. Wo ist Brutus? Setz das Puzzle für mich zusammen oder ich werde es selbst vom Talboden aus zusammensetzen. Also gut, ich rede, tu nur nichts Überstürztes. Gut, denn ich habe total geblufft. Sag dir, was du willst. Wo ist Brutus? Ist er noch an Bord? Lebt er noch? Meine internen Sensoren sind ausgefallen. Was ist, wenn er tot ist oder ein Skelett in mir drin ist? Hol es raus. Beruhige dich, wir klären das. Ich will nicht fallen. Sage dir, was du willst. Zum Beispiel? Sag dir alles. Was, wenn das Ende ist? Brauche ein paar letzte Worte. Etwas, das durch die Ewigkeit wiederhalten. Und schon will ich sich nur an mich als Schmuggler, Piratenschiff und Plagiator erinnern. Plagiator? Hast du den Film Blade Runner gesehen? Nein. Dann, ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor dem Apollo-Ring. Ich habe D-Beams gesehen, glitzern im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser-Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Wunderschön, hast du das selbst geschrieben? Ja. Halte noch ein bisschen durch. Kann ich dich jetzt verschwinden? Aber schau, wie frei der Schmetterling aufsteigt. Mit meinen beschädigten Motoren werde ich nie wieder fliegen. Kann ich jetzt an die Tür und ins Innere? Aber es wäre eine ziemliche Kletterpartie, ne? Vorsichtig. Ist im Moment zu prekär. Okay. So, das sollte halten, bis wir das geklärt haben. Meine Triebwerke, ich kann sie nicht spüren. Ich werde nie wieder fliegen, oder? Du hättest mich fallen lassen sollen. Warum? Ein Schiff, das nicht fliegen kann, hat keinen Grund zu existieren. Kopf hoch, wir haben alle Rückschläge. Das ist eine seltene Gelegenheit, einen neuen Sinn im Leben zu finden. Zum Beispiel, du könntest ein Schuppen sein? Ich kann so nicht leben, ich würde springen. Seien wir nicht voreilig, ich ziehe mich zurück. Ich meine es ernst, ich will nicht mehr leben. Wenn ich nicht fliegen kann, sehe ich keinen Grund dafür. Ich muss durch die Luft gleiten wie dieser Schmetterling. Du wirst jetzt aber nicht umbringen, oder? Siehst du, wie er schwebt, so edel und anmutig. Hey, komm mir nicht zu nahe, mein fliegender Freund. Nein, geh runter, bleib weg von mir. Ja, genau, ich nehme es zurück, ich will leben, hilf mir! Der Schmetterling wird angezogen durch die blaue Farbe der Blume. Ich denke, jetzt bin ich wieder sicher. Das war knapp. Meine gesamte Service History. Wie sagt man denn da dazu bei uns? Also sowas wie meine Servicegeschichte im Kontrollbuch, meine Wartungsintervalle, sind an meinen Augen vorbeigezogen. Es zeigt einem alles aus einer anderen Perspektive. Kein Alkohol mehr nehmen, kein Glücksspiel oder sonst irgendwas mehr von mir. Ich fange morgen damit an. Ich glaube, das heißt, ich kann jetzt deine Türen scannen. Zum Glück hast du die Blume aufgestellt. Das ist irgendwie seltsam. Mit dem ganzen Deutsch-Englisch hin und her. Danke, Captain. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Ich wollte eigentlich den anderen Dialog noch anschauen, aber bitte. Eine Blutspur führt vom Schiff in die Wildnis. Ich erinnere mich jetzt. Brutus hat den Absturz überlebt und... Nee, das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Ich bin froh, dass das niemand gesehen hat. Hallo? Spiel gespeichert.